Wollen wir wirklich Dreck fressen? Daran geht's. Wollen wir uns die Scheiße reinzwingen lassen? Die Leute wie Monsanto und die Großkonzerne, die hinter TTIP stehen, uns in den Rachen schieben wollen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht im Gleichschritt marschieren. Wir wollen aber auch nicht, dass unser Gemüse und unser Obst im Gleichschritt marschiert. Dass die Bananen genormt sind. Dass wir verdammte, verkackte, patentgeschützte Äpfel essen müssen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es Freiheit gibt. Dass es Freiheit gibt für die Bauern. Dass es die freie Entscheidung gibt, dass ich mich entscheiden kann, wenn ich zum Händler gehe, ob ich vernünftiges Obst kaufen möchte oder eben die Scheiße, die Monsanto uns anbieten will. Das ist leider inzwischen kaum noch möglich. Monsanto hat überall die Finger drin. In allen verarbeiteten Lebensmitteln, die auch gerne von Procter & Gamble und anderen von diesen Konzernverbrechern da verteilt werden an uns. Überall steckt dieser Mist mit drin. Wir dürfen das nicht zulassen und wir müssen eine laute Stimme haben heute, die nach draußen geht und diesen Kapitalisten sagt, so nicht, nicht mit uns, wir fressen keinen Dreck. Wenn wir uns dann anhören, was unsere Volksvertreter uns hier an den Kopf werfen, dass sie sagen, nee, wir machen jetzt mal eine Umfrage, dann sagen die Bundesbürger zu 83%, wir wollen kein Genfutter haben. Und nur wenige Tage später gehen sie hin in ihren EU-Gremien und stimmen für die Zulassung des Monsanto-Mais. Nur wenige Tage später, nachdem sie erfahren haben, 83% von uns, und ich denke 100% von uns, die hier heute stehen, wollen diese Scheiße nicht fressen. So. Ich will nicht, dass Mutti und ihre Konsorten uns noch sagt, was wir futtern sollen. Ganz im Ernst, als ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich das letzte Mal auf Mutti gehört. Und da muss auch nicht eine Mutti in Berlin sitzen und uns was sagen. Wir haben eigene Köpfe zum Denken und wir brauchen nicht die Köpfe von anderen dafür. Diese Demo heute ist ein gutes und wichtiges Zeichen. Es ist gut, dass so viele Leute hier sind. Es wird noch besser, wenn ihr alle mit euren Freunden spricht. Wenn ihr alle draußen seid und sie informiert. Denn nur wer informiert ist und wer weiß, was in diesem Futter drinsteckt. Wer weiß, was für eine Gamescheiße er bei McDonalds und so weiter zu fressen bekommt. Nur wer das alles weiß, kann die für sich richtigen Entscheidungen treffen. Wenn jemand sich dann trotzdem dafür entscheiden will, diesen Mist zu fressen, so what? Soll er das bitte machen? Aber ich möchte, dass überall, wo Gentechnik drinsteht, Gentechnik draufsteht. Wir brauchen eine sichere Kennzeichnung von gentechnisch verunreinigten Nahrungsmitteln. Wir brauchen eine Kennzeichnung von veganen Lebensmitteln. Wir brauchen eine gute Kennzeichnung von vegetarischen Lebensmitteln. All sowas brauchen wir. Wir möchten, dass Firmen, die uns ihr Zeug verkaufen, auch draufschreiben, was da drin ist. Das Problem ist, das wollen die nicht. Weil wer will schon Zeug fressen, wo draufsteht, gentechnisch produziertes Bottichtankfleisch. Ja, das will einfach niemand. Aber wir müssen die dazu zwingen. Geht in die sozialen Medien, geht zu euren Freunden nach draußen und wenn ihr wisst, dass irgendeine Firma Gentechnik verunreinigtes Futter verkauft, dann sagt es den Menschen auf allen Ebenen, wo ihr könnt. Geht nach draußen, macht eine laute Stimme. Heute, morgen und in einem Jahr. Dankeschön. Dankeschön, Frau Hallerstedt. Als nächstes kommt die Gesundheitsberaterin Marie.